Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Xenoblade Chronicles 3. Wir haben die Isana-Ebene hinter uns gelassen und sind jetzt im Alfetotal. Ja, haben ja auch schon ein paar starke Gegner besiegt, sind fast draufgegangen. Schauen wir uns einfach mal um. Mein erstes Ziel ist das hier. Was ist das? Warum ist das so rot? Gefällt mir nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht nachts irgendwas los ist, aber ey, keine Ahnung. Also, ich habe eigentlich erwartet, dass hier die Story-Sequenz, also warum wir unbedingt hier halten, mit dem Baum zu tun hatte. Aber nein, wir haben hier einen Gegner besiegt. Könnt ihr alles im letzten Part nachschauen. So, den Level 8er dort, den will ich unbedingt umreißen. Aber sowas von. Okay, ja, stimmt, wir sind jetzt eine Person weniger, das sollten wir nicht unterschätzen. Denn, warum sind wir eine Person weniger? Ein Teammitglied hat sich kurzzeitig verabschiedet. Er möchte ein anderes Team mit unterstützen. Und darum sind wir ganz kurz auf uns allein gestellt. Ist, denke ich, trotzdem noch machbar. Er war eher so ein Supporter. Also, ich bin gespannt, ja, ob sich jetzt hier irgendwas ergibt daraus. So, Lance hat jetzt, glaube ich, also oben links, ne, ihr könnt immer mal so ein kleines Auge nebenbei auf die, na, wie ich das sagen, auf die Lebensleiste da oben haben. So, da hat jetzt Juni ein Kettensymbol. Ich nehme mal ganz stark an, das bedeutet, dass er gebunden ist, also sich nicht bewegen kann. Eine Ahnung habe ich nicht wirklich. So, was gibt es auf jeden Fall? So Bewegungsunfähigkeitssachen. So, wenn wir einen weg haben, ist jetzt leider kein Problem mehr. Gut. Gott, wir sind fast tot. Warum sind wir fast tot? Weil Juni nicht heilt. Dachte ich, weil Juni nicht heilt. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch gegenüber Heilern. Also wenn wir dann... Warum hat das verfehlt? Wenn wir dann ein bisschen weiter sind in der Story, werde ich mir eh ein Spiel zusammenbauen ohne Heiler. Also in allen Xenoblade-Teilen habe ich das eigentlich gemacht, Team ohne Heiler, weil, also du bekommst halt gut durch. Wenn du einen Tank hast, zwei gute Angreifer, bist du eigentlich fertig. Und also ich habe mir ja die Trailer hiervon angeschaut, daher weiß ich, dass man sechs Teammitglieder hat, beziehungsweise sieben, aber das sieben kannst du ja nicht steuern oder so, das ist einfach existent. Darum denke ich, warte mal, wie ist das jetzt hier? Da hinten ist Zusatzgebiet. Okay, nach rechts geht's weiter in der Story. Ja, greift mich einfach an. Ich weiß doch, dass ihr es wollt. Okay, das wollte ich gerade sagen, genau, weil es eh 7 Teammitglieder gibt, denke ich, dass man da ziemlich gute Spiel zusammenbauen kann. Vielleicht kann man trotzdem einen Heiler drin lassen, aber im größten Teil werde ich auf Verteidiger und Angreifer gehen. Vielleicht auch noch eine Person, die boostet, weil ich finde diese Felder eigentlich richtig nützlich. Ja, der hat AOE, ne? Also wenn es immer nur eine Person trifft, ist halt doof. Aber wenn es AOE-mäßig wirklich allen hilft, warum nicht? Also finde ich effizient. Ja. So, wir machen jetzt den und dann haben wir jetzt direkt den Ohnmachtsschlag hinterher. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert hat. Ja. Das sollte. Naja. So, dann waren wir aber recht schnell durch in dem Alfetotal. Oder, ja doch, ich finde dieses Alfetotal und höre jetzt auf, mir über den Namen Gedanken zu machen. Echt, ein Container? Wo denn? Erzähl mir mal, wo hier ein Container ist. Wo ist der Container, Juni? Wo ist der Container? Der hier? Meinst du dieses riesige Ding? Nee, nie im Leben. Das ist... Vielen Dank für deinen glorreichen Tipp. Vielen Dank. Ohne dich hätte ich das niemals gefunden. Also, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich kümmere mich nicht. Ach ne, da drüben geht's noch weiter. Hm? Sehr spannend. Wir können eh nicht durchrennen. Ich brauche gar nicht zu versuchen durchzurennen. Das ist Nacht. Das hätten wir auch geklappt vielleicht. Ich sehe das, wartet mal. Ich sehe gerade Dinge. Ich sehe diese Partikel durch. Ich weiß nicht, wie gut die Auflösung ist. Ich weiß nicht, bei dem Baum da ist ein bisschen Partikel, wartet mal. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz zurück ein paar Leichen loswerden.
klingt nicht so gut, wenn ich das jetzt im Kontext sage, aber ich glaube, wir müssen es trotzdem. Ich wollte noch. Ne, ich glaube, alle. Schlitzergurt. Der war für. Für was war Schlitzergurt nochmal da? Für ein Wachenmonster. Wenn wir denen mehr Schaden machen wollen. Jetzt will ich hier direkt extrem stark. Genau, okay, jetzt war es anschlussmäßig drauf. Gut. Aber wir haben ihn nicht in Ohnmacht gehauen. Keine Ahnung, wann das funktioniert. Wo ist Juni eigentlich? Ich sehe nur Lance gerade. Hä? Wo ist sie? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. What? Okay, keine Ahnung, wo sie ist. Da waren gerade Partikel da. Sieht ihr die Partikel dort? Tatsächlich? Oh mein Gott! Boah, Hilfe! Habt ihr ihn gesehen im letzten Part? Habt ihr ihn gesehen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich habe ihn komplett verpasst. Das war jetzt eine ganz knappe Angelegenheit. Das meine ich. Also du verpasst schnell Dinge, ja? Darum wundert euch nicht, wenn ich einmal zu oft irgendwo hinrenne. Aber man verpasst so schnell irgendwelche Dinge. Pohohoho. Was machst du jetzt hier? Oh. Hier jedes Monster herkämpfen, das macht ein bisschen alle drauf. Ach, vielleicht kommen wir noch mit Level 10 rein. Ich habe eigentlich mit Level 10 gewinnen. Dann fand ich es aber doch ein bisschen zu hoch für die Perspektive. Also vielleicht reicht doch Level 9. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was passiert, weil ich habe einfach Trailer gesehen, aber... Das ist auch nur ein bisschen gut. Wissen kann ich nicht. So, der ist er tot. Besiegt. So. Oh Gott, oh Gott. Starke Gegner nehmen wir doch mit. Was denn jetzt? Oh Gott, uns greift alles an. Alles greift uns an. Die Mücks haben nicht mal viel Leben. Mücks sind einfach nur Statisten. Also wirklich. Gut. Ich meine, ich sammle gerne die Items ein und so, aber... Ich glaube, für mehr als... Kanonenfutter sind die echt nicht gut. Kommt. Ich möchte auch ein bisschen weiter in der Story. Ich möchte euch nicht verprügeln. So, vielen Dank für mich. Okay, wir sind gleich da, wo wir hin müssen. Der ist nicht aggressiv. Oder das meine ich zum Beispiel. Ja, dieser Kerl ist nicht aggressiv. Das ist cool. Okay, so, der ist ein Level 8er. Den würde ich mir nehmen. Weil? Warum? Der liegt. Die Level sind immer wichtig. Wenn was anderes sagt, liegt. Sehr schön. Schöner Rückstoß. Ja. Kling, Bohrer. Irgendwo noch. Okay. Ich weiß noch nicht, was Lance da macht, wenn er irgendwie mit kontinuierlich Schaden reinbürmert. Ich hab die Attacken, wie schon gesagt, ich hab die mir noch nicht so ganz eingeprägt, was die alle machen. Ich meine, so viel haben sie ja auch nicht. Das war ja auch was ganz anderes. Ich meine, Leute, die mit Xenoblade 2 angefangen haben, die sind dieses Kampfsystem mit übel gewohnt. Aber Leute, die den ersten Teil gespielt haben, sind vielleicht ein bisschen enttäuscht. Weil dann hast du, ich glaube, du hast im ersten Teil, es waren 8. 8 Techniken konntest du einsetzen, also zwischen denen du wählen konntest, im Kampf selber. Nicht nur zum Austauschen, sondern auch im Kampf selber. Das war schon enorm. So. Was geht hier ab? Und Lagerfeuer. So hübsch. So, da wären wir am Treffpunkt. Etwas früher als geplant. Okay, also geht's noch gar nicht auf in die Schlacht. Aber sein Team scheint noch nicht hier zu sein. Okay, irgendjemand bildet die Vorhut. An der Mission hat sich nichts geändert. Wir bleiben hier in Bereitschaft, bis es losgeht. Roger. Okay. Sollen wir in der Zwischenzeit was essen? Gute Idee. Irgendwas kommt mir spanisch vor. Aber ja, Noah kommt auch was spanisch vor, nicht wahr? Gibt Problem. Dieses ungeduldige Gefühl geht einfach nicht weg. Okay. Noah hat schon eine leichte Vorahnung. Noah hat wenigstens so etwas, was man gesunden Menschenverstand nennt. So ein bisschen. Trainingskampf. Ernsthaft?
One versus One oder was? Okay. Weil jetzt wirklich oder was? Achso, sorry, ups. Hier kannst du mit Bonus-EP Stufen aufsteigen. Okay. Ja. Speichern und mehr. Du kannst auch die Schnellreise nutzen, um direkt zu allen bisher gefundenen Rastpunkten zu reisen. Da ist auch, also dieses Symbol da oben, dieses Herz, Hände halten, Herzdings, ist auch Harmoniesymbol. Normalerweise steigst du nach Kämpfen durch EP auf, aber wenn du an Rastpunkten Stufen steigern willst, kannst du die Stufen mit Bonus-EP noch weiter steigern. Wie funktioniert das? Dieses Weitersteigern, also kommt durch EP durch Orte. Also wenn ich Orte sehe und diese EP, die ich durch die Orte erhalte, die kann ich dann hier nutzen. Ja, die gehen nicht direkt auf mein Punktekonto, weiß auch nicht warum, aber du kannst sie dann nutzen. So, und wir steigern natürlich auch in der Stufe auf. Werden bestimmt ein, zwei Level sein. Ja, okay. Ach, krass. Hier sieht man es auch. Ja, danke, Tutorial. Oh Mann, ey. Steigere als nächstes Lance-Stufe. Wirklich? Vielen Dank, Tutorial. Okay, jetzt sind wir Stufe 11. Das ist alles, was ich wollte. Was war das denn? Kampfanimation. Okay. Ach, das war's schon. Okay, ich dachte, ich kann jetzt noch was anderes machen. Okay, wir müssen die Ätherquelle zerstören. Die Ätherquelle ist ja wahrscheinlich ein Gegner. Aber wahrscheinlich niemand von unseren normalen Gegnern. Also wir wissen nicht. Ein unbekannter Gegner. Okay. Ja, so viel verstehe ich auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut. Kann ich nicht noch mehr machen an diesem Rastpunkt? Ich konnte doch noch mehr machen, oder nicht? Bonus-EP, Stufensteigerung. Spezielle Stufensteigerung. Ich möchte hier nochmal ran, bitte. Better make sure we're well rested. Speichern, Kleidung waschen. Okay, good as new. Was? Toll. Ja, speichern brauche ich nicht, das mache ich immer nach den Aufnahmen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich speichere mal gründlich, weil ich die Switch mal. Also mir ist noch nie ein Spiel abgestürzt. Aber doch, schon, aber sehr selten. Und Xenoblade hat ja auch sowas, was wir zum Glück Autospeichern nennen, darum. Junge, diese Teile. Die sehen cool aus, oder? Also da, dieses Gesicht ist so Mekon-mäßig, das ist so geil. Oh. Oh, ich freue mich nur. Dieses Leuchten und alles, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. So, du da, mein Freund und Helfer Feuermelder. Du bist leider so eine Art Trophäe. Das habe ich schon mal im ersten Part gesagt. Also, das wird auch weggemacht. Ganz einfach ist die Geschichte. So. Ja, tut mir echt leid für ihn. Tut mir wirklich leid für ihn, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht einfach sagen, du bleibst jetzt verschont wegen der Umwelt. Nein. Ökosysteme gibt es nicht. Es gibt nur Töten. Außerdem bekomme ich ja Bonus, wenn ich Gegner töte. Durch die Flammohr. Also. Ah, jetzt hätte ich. Guck, jetzt hätte ich zum Beispiel kombinieren können. Das ist zum Beispiel noch ein Problem. So, jetzt habe ich kombiniert. Warum der jetzt so viel aushält, das ist so ein wunderschönes Symbol. Der hat einen Verteidigungsboost wahrscheinlich, wenn er auf der Hälfte ist, oder? Ach nee. Okay, er hat einen generellen Verteidigungsboost gehabt. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir drauf möbeln. Dauert auch ein bisschen länger, weil wir sind nur noch zu dritt. Hab ich schon gesagt, zu dritt sein ist gar kein Problem. Kannst du bitte normal verfehle so viel immer. Und wir gucken dann gleich nochmal, wenn es euch nicht stört, ins Hauptmenü rein. Beziehungsweise ins Untermenü für unsere Charaktere. Weil ich mich gerade frage, kann ich jetzt
kann ihn nicht in Ohnmacht stellen. Ich habe keine Ahnung warum. Das verwirrt mich. Worauf ich hinaus will, ist, wir sind ja jetzt Level 11. Hat sich da jetzt was an unserem Techniken geändert? Oh mein Gott, kannst du ihn bitte treffen? Ist das schreck. Ich weiß, er hat eine hohe Blockrate, aber trotzdem, muss er nicht sein. Ich will doch einfach nur meine Ruhe hier. Also blockende Gegner oder Gegner mit Staffeln, die werden uns 100 Pro auch noch begegnen, sind die schlimmsten Gegner. Das ist einfach nur nervig. Was denn jetzt? Oh nee! Wer hat denn sich das ausgedacht? Schützender Panzer, okay, das ist wahrscheinlich diese Abwehrsache. Oh, das ist schrecklich. Boom. Wo haben wir es jetzt? Dann gucken wir mal ganz kurz in die Technik rein. Er hat immer noch nur Schattenauge, sie hat immer noch nur Vortex, er hat immer noch nur das. Okay. Stärkung bei Rang 15. Das ist bei allen gleich. Wir sind momentan was? Stufe 11, Rang 10. Wir alle. Keine Ahnung, wieso. Talente. Stärkung bei Rang 15. Kein Problem. So ausrüstungsmäßig, da will ich eigentlich nichts mehr verändern, das ist ganz nett. Missionen haben wir keine mehr, richtig? Oh. Oh, kann ich das schon machen? Habe ich das schon? Okay. Ups. Ups, Freunde. Tut mir leid, das habe ich übersehen. Also die, die wir abschließen können, schließen wir ab. Die restlichen backtracken wir dann. Da freut sich der Verdauungstrakt. Ach mein Gott. Okay. Wir haben ganz gut aufgesammelt, so wie ich das sehe. Wir haben ganz gut aufgesammelt. Achso, ne. So. Werkzeuggurt. Okay, dann können wir vielleicht doch nochmal, weil der war eh legendär. Der Angriffsring ist auch legendär. Nicht der, sondern der da oben. Just have to persevere. Ich habe keine Ahnung. Wie oft kann ich das hier abschließen? Ich will das ja erstmal abschließen. Nehme ich einen Angriffsstein. Warum kann ich die so oft abschließen? We just had to persevere. That's all of them. Ach, der sammelt mehrere Sachen. We just had to persevere. Wie oft? Okay, jetzt habe ich keine mehr. Kann ich das mehrmals machen für die jeweiligen IPs? Hä? That's all of them. Ich bin so verwirrt. Also ich kann das mehrmals machen und dann kriege ich gute Sachen dafür? Ja, aber dann mache ich... Warte mal, wie oft machen wir das jetzt genau? Warte mal, wofür kann ich die Nopon-Münzen nutzen? Da steht gerade Nopon-Münzen nutzen. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich gucke jetzt mal kurz in die Items rein. ja, cool. Nee, nicht in die Items, in die Ausrüstungssachen. Genau. Denn wir haben einen coolen Angriffsstein bekommen, der stärker ist, ja. Einen lilanen, der ist besser. So, dann gucken wir mal kurz. Und zwar bei ihm vielleicht. Erzielt 16% mehr Schaden bei Gegnern, die den Charakter im Visier haben. Erhöht ausgeteilten Schaden von Landmonstern. Erhöht ausgeteilten Schaden von Maschinen. Heilungstechniken erzeugen 20% weniger Wut. Okay. Erhöht Blockrate um 31%. Maximale KP. Leicht Fersenschutz hätte ich vielleicht gerne nochmal gekriegt, den verbessert. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen verbesserten Angriffsring. Sowas gibt es auch, dass Items verschiedene Stufen haben. So, dann geht's los. Prügeln wir uns mal hier durch. Was ich mich immer noch frage, ist, ob vielleicht das der Epilog vom Remake von Xenoblade, der neue, in der Story, die eingeführt wurde, hiermit was zu tun hat. Es waren solche Schattenkreaturen, aber bis jetzt keine Ahnung. Ich schaue uns das mal hier an.
They haven't spotted us. Going in? We don't have permission to engage. The only thing we need to focus on is our target. What? Heads up. Enemies at 2 o'clock. Go tell the main force. I'm worried about more Amber and the others. I think we'll go on alone. Okay, then. I'll handle it. Ah, okay, geht los. Ach du, grüne Neune. Ach ja. Gucken wir uns hier halt mal um. Was gibt's denn, die Freunde? Ich kümmere mich jetzt nicht um jeden Gegner, nein. Ich wehre mich dagegen, ganz, ganz stark. Sammle ein paar Items ein, dann ist gut. Ich habe echt keinen Bock mehr, das hier andauernd zu geben. Also, das werdet ihr auch früher erleben. Es gibt immer mal Phasen, da greife ich mehr Gegner an, Phasen, da greife ich weniger Gegner an. Aber ich werde mir jetzt nicht jeden Level 3er vornehmen, wenn ich Level 9 bin. Oder Level 11 mittlerweile, Level 11. Das? Irgendein Schiff mit Tarnfunktion, aber es sagt mir momentan noch gar nichts. Keine Ahnung, ob ich das irgendwo herkennen müsste. Okay, und jetzt prügeln wir uns gegenseitig. Na toll. Started without us. We need to keep moving. Head to the target. You got it. Okay. Our priority is to take down our target. I think we should avoid confrontation with Agnes. Okay. That's all well and good, but if there is a confrontation, no way. Oh, du glänzt. Ja, ja. Die Konfrontation hier war unvermeidbar. Also der hat mich angegriffen und hat mir gedroht. Hat ein Messer. Ja, er hat ein Messer. Tut mir echt leid, ich musste das tun. Also das war unvermeidbar. Ja, gefährliche Gegner durch mich zum Glück beseitigt. Ja. Und da geht's weiter. Sammeln noch ein bisschen cooles Zeug ein. Ich dachte, wir sollen das mit Agnes vermeiden. Warum soll ich denn jetzt hier genau drauf zulaufen? Hm? Ja, okay, sehr schön. Erstmal die 5er. Erstmal die kleinen Fische generell. Ah, nein, nicht der. Nicht der. You're on fire, man. Schön. Ein Ohnmachtsschlag ist auf jeden Fall ready. Oha. Und jetzt wird er getötet. Nice. Okay. So, er hat, glaube ich, Treffsicherheit hoch. Ich glaube, das Symbol da oben ist Treffsicherheit. Oh, das bräuchte ich auch mal. Also, ihr könnt mir jetzt... Er könnte mir jetzt nicht sagen, dass es nicht andauernd dieselbe Technik ist, die daneben wird. Also, vielleicht fühlt sich das auch übertrieben so an. Weil ich spiele das Spiel jetzt auch schon seit knappen 3-4 Stunden oder so. Aber es ist so anstrengend, jedes Mal zu sehen, dass es jedes Mal dieselbe Attacke ist. Gefühlt anstrengend. Oh, habt ihr das gesehen? Oh. Schön. Ich mag das auch, dass die Kamera so rauszoomt und man nicht so im Gegner drin steckt mit der Kamera. Sehr schön gemacht. Verbesserung auf jeden Fall. Kampftechnik.
Das war dumm. Da habe ich den Auto nicht aufgepasst. Hätte jetzt schon tot sein können. Aber egal. Man kann nicht alles perfekt machen, oder? Ich finde zwar gut, wie stark unser Team ist. So, da kommt noch eine Einheit. Let's go. Okay, das sind die Katzen im Kampf. Gut. Oh, oh, was? Aber ich frage mich auch, ob das einfach nur Maschinen sind. Also ob die leben oder ob das einfach nur programmierte Maschinen sind. Und helfen uns diese anderen Teile jetzt oder sind die neutral? Greifen alles an, was das eigentlich auf dem Baum ist. So. Juni heilt. Juni hat aber auch eine coole Waffe, finde ich. Und ich finde, also ich finde, dass es hier ein bisschen cooler dargestellt wurde, das Kämpfen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und Noah ist auch wirklich stark und talentiert. Die anderen auch, aber... Schön, schön, sehr schön. Was für ein Schulk. So ein bisschen vom Kampftalent her, ne? My flame clock. It's filling up. But was denn? Tödlicher Klippenpfad. Wo bin ich? Warum? Brennt, ich dachte, das ist ein Lagerfeuer. Ich dachte, das ist ein Lagerfeuer, Entschuldigung. Ja? Ja? Teammates. Was hab ich denn gerade für Schaden gemacht? Meine Güte. Für jeder hat irgendeine Gebundenheit. Keine Ahnung, was das bedeutet. Achso, wir sind auf ihn gerichtet. Entschuldigung. So. Oh, was droppen wir eigentlich für Items? Droppen wir auch was? Komponierte Armeetasche, Aknische Rüstung. Na, wer braucht? Keine Ahnung, kann ich wahrscheinlich eh noch verkaufen. Also ich nehme jetzt nicht an, dass man es wirklich verwenden kann. Hier. Oh, Pisser. Zurück kann ich nicht, oder? Was ist denn mit... Wo bist du? Wir kamen von da, oder? Richtig? Ja, ich glaube schon. Oder so. Keine Ahnung. Ich sehe nicht ganz durch. Das ist nur Level 5. Hallo? Ernst jetzt? Ich habe gesagt, ihr seid nur Level 5. Ich hätte euch leben lassen. Ich sag's nicht. Ist. Oh, die haben eine Aufnahmefähigkeit wie sonst was. Hat diese Kette bedeutet, dass er nur den angreifen kann. Weißt du, was ich meine? So eine Art Akro-Lock. Weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll als mit Akro-Lock, aber ich glaube, ihr versteht schon ungefähr, was ich meine. Hip Thrust. Sagt der Hip Thrust? Oder sagt der was anderes? So. Boom. Der Blade Thrust? Ich glaube, das heißt Blade Thrust. Ein Springbohrer würde ja sonst noch keinen Sinn machen. Oder? Da hat er aber ganz schön kassiert. Arme Kerl. Keine Ahnung, was er von mir will. Ich renne einfach nur durch. Und. Ja, das ist ja wieder so ein Kämpflein. Achso. Hä? Ich dachte, das ist jetzt hier ein... Also, wo ich einschreiten kann, aber ist es gar nicht. Auch nicht so gut dargestellt, aber egal. Aber gut, diesmal war auch dieses ZL-Drücken für Achtung nicht vorhanden. Also, gar nicht, wenn ich daran merken soll. So, ich hab dir gern geholfen.
So, bringen wir diese Mission hier mal zu Ende. Was geht denn hier ab? Ah, okay, da haben wir schon so einen Roboter. Roboter? Kleine Roboter. Ach, Akku, jetzt haben wir die Antwort bekommen. Mit den anderen stecken doch Piloten. Mysteriöse Einheit, Autosteher. Wen habe ich anvisiert? Den, ne? Dann macht mal hier Angriff, dann sortieren wir das. Level 7. Ungefähr das Cap. Hier liegt! Schlaf mal eine Runde, Kollege. Schlaf mal eine Runde. Hat auf jeden Fall nach diesem langen Anstrecken gerade heute. Die geben auch gar keine Items, beschiss. Warum geben die keine Items? Nice. So, das sind ja keine Gegner, das sind ja eher die richtigen Kämpfe von mir. Also ich glaube, wir hatten auch noch keinen Bosskampf, oder? So ein richtiger Bosskampf fetzt dann auf. Okay, die geben echt gar keine Items, das macht mich ein bisschen sauer. Die renne ich einfach mal vorbei, du bist mir eh zu schwach und gibst eh keine Items. Hat der genau dasselbe. Ich glaube, dich muss ich besiegen, oder? Ja. Hier rennt. Das ist ein Maschinengewehr und allem, ne? Das ist schon, ich finde die Designs tatsächlich nett gemacht, also kann mich nicht beschweren. Die Gegner-Designs sind auf jeden Fall sehr gut gewählt, auch die Charakter-Designs, also ich glaube, die haben sich sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht und wie sie die alten Teile vermischen und verbessern können. Also so die besten Aspekte aus allen Teilen rausholen. Ich glaube, da haben sie sich schon viele Gedanken gemacht. Aber insgesamt finde ich auch einfach, es ist ein sehr gelungenes Spiel bis jetzt. Also ich kann doch gar nichts Negatives. Oh, jetzt hat er ja doch was gedroppt. Sprung der Energiekern, so den habe ich aber schon. Ich dachte, die droppen was Cooles. Okay, da hinten brennt's Lichterloh. Ich nehme an, da hinten wartet der Boss auf uns. Da ist auch irgendwas. Ich nehme mal ganz stark an, da wartet der Boss auf uns. So, nach dem Boss sind wir, denke ich, hiermit auch fertig. Ist das unsere Einheit? Achso, nee, das ist die Ether-Energie. Verteidigen die Ether-Energie? Kann das sein? Okay, den kennen wir aus dem Trailer. Damn it! Fighting both of them. That's gonna be a tough break. But what did I expect? They'll do just about anything for our precious Ouroboros Stone. Ach, wahrscheinlich wussten sie, dass es so ein Stein ist. Und haben darum diese krassen Maschinen hier losgeschickt. Dann war es doch keine Suizidmission. Annika! Sorry. I should
There it is. The ether source. First there was those automatons. Now another unknown weapon. What in the flames are we even fighting? No. Not just us. Agnes too. So you made it this far. It'll have to be here. Noah, look. Is that a man? He's no Agnes soldier. What is he? Was he controlling those automatons, maybe? Ist ja ein richtiger Sherlock Holmes, Mann. Oh ja, okay. Jetzt wird's cool. Einfach so eine Stand-MG mit Schild hat, was gleichzeitig ein Schwert ist und diese Waffenkombis, ne? About the only ones left. And there's our objective. Noah. Yeah. Jo. We'll have to fight. Schöner Endkampf. Mio. Got it. Mio. Ach ja, da sind sie doch. So. Gehen wir zuerst auf sie? Macht das Sinn? Ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich bin nicht offbar hier. Ich weiß nicht, wer der Heiler ist und wer nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Er hat sie umgehauen. Er hat sie umgehauen, bevor sie mich schlagen konnte. Oder hat sie mich doch noch auf mich? Keine Ahnung. Ich würde außerdem ne, alle Angriffe konzentrieren. Also müssen wir alle auf eingehen auf jeden Fall. Danke fürs Heilen, meine Gute. Kannst du aufhören, mich anzusehen? Ganz undankbar von dir. Was ist denn los? Hallo. Kannst du weggehen? Jetzt mal ernsthaft, geh weg. Kommt dann halt nicht. Oh. Jetzt hat sie die Richtung gewechselt. Warum? Machst mich ein bisschen alle, wenn ich das mal sagen darf. Okay. Da halt. Also da rechts, da links von mir ist der Heiler. Ich hab's gerade gesehen. Das heißt, wir gehen als nächstes auf ihn. Sie war hier wohl. Ich würde gerne auf ihn gehen. Gehen die anderen jetzt auch mit auf sie? Auf ihn? Nein? Ja, gut. Oh, der hält nichts aus. Du armer Kerl, du. Du bist leider kein Tank. Du bist so ein richtig typischer Heiler, der nichts drauf hat. Das ist schade, mein Freund. Aber Juni kriegt halt ganz schön aufs... Ne? Heilt er sich auch noch, der alte Fester. Aber du kannst dich nicht gegenheilen, wenn ich dir einen Schwert in den Rücken ramm. Gut. Nummer 2 mal auch. Oh, Ohnmacht. Aber ich... Nee, ich will kombinieren. So, dann hau ich direkt in meins hinterher. Oh, habt ihr das gesehen? Wie viel Schaden das gemacht hat, ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich schön. Easy. Good. So, und jetzt könnt ihr euch auf eine ewig lange Cutscene gefasst machen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber dann ist der Part beendet. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, bleibt gern dran. These kids are going to end up stealing each other's life force. And me, I've robbed them even of that kindness. Where did... Call that a swing! You're way too slow! He blocked it? No way! For a little munchkin, she sure packs a real wallop.
Das ist so eine coole Waffe. Ich liebe es. How did she fool my Mondo? Creep, try following that. Wie sie ihn durchbeleidigt, finde ich gut. Toller Charakter auf jeden Fall. These guys are tough. I hate to say it, but I think you're right. These are no grunts. That gear. Special forces? Yeah, defo. Oh ja, Design ist auch schön, ne? So ein bisschen Nia-mäßig, aber ich finde, ihr Design ist besser als das von Nia, also. Dein Design ist so ein bisschen okay. Also es ist halt nichts super Besonderes. Ich finde aber seine Waffen sehr cool. Und dann die letzte, die ja, finde ich auch nicht so gut. Also finde ich auch nicht wirklich besonders. I know how that goes. One, two, three, four. One, two, three. He's not even looking at me. One, two, three, four. One, two. Oh, huh? Stopped. When did that? At this rate, one of us is going to get killed. No, maybe both of us will. Something strange is going on. We shouldn't be fighting like this. We should run. Run. Was it me who just said that? What is this? There's no time to think. I have to trust my gut. This is all too real. I hope I'll be able to get through to her. You're an Oxia from Agnes, right? What the? So you are then. Why are you fighting me? As if you can talk. You're the ones attacking us. What? Too scared to fight now? Too late. It's not to do with fear. It's that sound. You can hear it too. I know you can. We're fighting because there are enemies to kill. You think we'll just let you go? This is bad. At this rate. Is that all you have to say, Agnes? I'm telling you. Enough! I'm telling you that you're full of it. Take that! If I lose focus for a second, I'm done for. These Cavessi officers. I thought they were just window dressing, but he's different. And there's his sword. What's up with that? Schickes Schwert, nicht wahr? Huh? What's that? Oh, I see. I suppose this is the reason I'm here then, eh? Guess this is what they call fate. Fine then. Time for Guernica Van Dam to make an entrance. Oha. What the? What do you all think you're doing? Why the fighting? What's this guy saying? Just why? Answer me! What do you mean, why? If I see an enemy, I fight!
from your eyes, kid. Think about your real target. That thing. And me. Now you just have your little scrap. Do you have any idea who the real enemy is? It's over! Now, is that all you need to fight? Truly? That's all? Of course. Countless comrades have lost their lives thanks to this filth. Oh, really now? I could say the exact same thing. Huh. What do you think it's like for us? Ja, wie ich es versprochen habe, eine ewig lange Cutscene. You steal everything from us. You think we're even just because both sides do some killing? What good's filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. That's why. We aren't fighting because we want to. We're not. We can see our lives written before our eyes. Fighting is all we have. Is it any wonder we lose loved ones? Or have to take them from others? All of us. We have to fight so we can go on living. Just who decided that this was how it should be? If I knew who they were or where I'd... I know who they are. You'll what? You're an off-seer, eh? I guess I can trust you with this. You better listen up now, because the face of your real enemy is... Was zum Teufel? Was ist er denn? Ah, dass er gestirbt war, mir ist so klar. Ah, Mr. Intro. Mr. Trailer Typ. Mio! Help me, Mio! Hacked! My blade! What the... Ah, wie cool sein Design ist. What is that thing? Never seen anything like it before. Uni! Uni! What's wrong? What is it? Seen that thing before? No! How could I have? Noah? No, never. This is no normal creature. It's something else. Oi, oi! Don't go stopping on my account! Get back to killing each other, come on! I thought that was your whole raison d'etre. It's... speaking! Mobius. What's wrong? Too worried about your buddies to fight? Can't have that. All right. Nein! Oh, hat sie gegessen? Okay, das... Okay. This is some entertainment. Two rival factions murdering each other over one little rock. Well, your objective is staring you in the face. Try and take it. Cause you'll be dead before you can lay a finger on it. Don't you just love it? Don't you want to savor it? A sweet taste of a life cut short. Ah, you mother! Wait! Lans! Uni! You killed Hacked! Mimi! Sparks! Verfunkt. Gute Übersetzung. Richtig in Deutsch. Das kannst du nicht blocken, Kollege. Well, what did I expect? That's about all you're good for. Well, crud.
you know. I ain't taking that line down. Hätte er gerade Kugeln von dem Maschinengewehr ab, indem er dreimal zuschlägt? Ja, na gut. Klar, das funktioniert auch. Mhm. Ach ja. Leave him alone. Let him go! Los jetzt. Okay, ja. Geht's los? Echter Kampf? Mr. U- ja. Okay, also ich nehme an, das ist so ein bisschen hier die Eisengesicht. Also wer Xenoblade gespielt hat, der weiß, was Eisengesicht ist. Oder Metal Face. Und ich glaube, das ist so ein ähnliches Gedöns jetzt, ne? Also dass er jetzt wahrscheinlich komplett überpowered sein wird. Mysteriöser Feind. Gruppe 10. Unendlichkeitszeichen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin sehr gespannt, wenn dieses hier alles aufschlüsselt. Das ist immer das Coole an Xenoblade. Man sieht immer so ein paar gute Leute, mit denen man nichts anfangen kann. Und dann schlüsselt das Spiel so langsam auf, was es ist. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Hallo? Das ist halt eindeutig hinter. Also wenn das nicht hinter ihm ist, weiß ich auch nicht. So, ich bin sauer. Ich glaube, wir so. Also ich nehme an, wir sollen den Kampf verlieren. Ich weiß es aber nicht. Guck mal, die anderen kämpfen sogar mit. Ich bin gar nicht aufgefallen. War jetzt umgefallen. Warte mal, ich dachte, er war immun gegen Schwanken und so. Haben wir ihn halt zum Umgehauen. Na, wie ist das so rumzubiegen, ha? Das ist cool. Ziemlicher Eile. Ja, okay, okay, noch ein Kampf mehr, habe ich jetzt nicht erwartet. Aber er ist gar nicht so stark, wie ich vermutet habe. Okay, er ist doch nicht immun gegen Schranken, also beziehungsweise er widersteht ihm doch nicht. Ja, okay. Gar kein Problem mehr. Wie ich ihn weggesäbelt habe. Okay, es ist kein Eisengesicht-Kampf gewesen. Bei Eisengesicht, den konntest du keinen Schaden machen. Den musstest du also andauernd umwerfen und dann konntest du ihm erst Schaden machen, wenn du ihn umgeworfen hast und so. Das war ganz schön anstrengend. Es wird wohl doch wieder eine Stunde werden. Oh Mann, ey, so lange Folgen wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber es geht auch nicht anders. Das ist halt Xenoblade. Und das wird mir auch noch öfter passieren. You're just slowing me down. The nerve on this guy. Start working. Work. If you don't start up soon, those kids and the world. That's what I'm talking about. Looks like it wasn't all for nothing. One down. Good start. So, und jetzt kommt diese Synchronisationssache, richtig? Müssen wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Miyabi,
gesehen, FPS. Nee, wohl doch nicht. Ich hab's erwartet, da war doch was. Es sah vor allem so aus, als ob das Spiel selber gelaggt hat, aber ich glaube, das war gewollt. Cool, das ist so cool. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie cool das ist. Well, you sure catch up quick. So you got yourselves an intel gun, huh? Oh, so guess cool. I'm gonna give the old fool credit where it's due. Intel. Well, whatever. That form you just merged into, it's called Ouroboros. Warum erklärt er uns das? Warum erklärt er uns das? Gibt's jetzt Prügel? Tatsächlich. Krieg ich keine. Okay. Oh. Oh. Oh, okay. Schwanken alle Flächenangriff down. Hohe kritische Rate. Dann erstmal Flächenangriff. Ja? War das gut? Und dann machen wir Schwanken alle. Verfehlt. Flächenangriff. Angriff down. Warte mal, wie schnell laden sich bitte meine Techniken auf? Mann, ich kann die spammen. Kann man die Techniken spammen? Hohe kritische Rad. Fläche upgrade ignorieren. Dann mach mal noch den hinterher. Oh Gott, ein Beyblade. Ich finde, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich hau einfach zu. Ich glaube, ich muss nicht mal auf meine Anschlusssachen achten, weil die Sachen sind direkt aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, warum. Oh, ich bin so langsam. Oh Gott. Ich habe mich so gefreut, dass ich so schnell bin im Kampf. Ich bin nicht so langsam. Ja, okay, irgendwo muss man wohl Abstriche machen. So, und jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich direkt den hier machen. Wollen wir jetzt nochmal ein Beyblade sein? Oh Gott, diese Folge wird ewig gehen. Ihr müsst mir verzeihen, ich kann dafür nicht. Ihr müsst mir das einfach verzeihen. Pretty good. Well, what a tough one. Enough. We'll say I lost this one, yeah? Who is he talking to? No idea. But. Okay. And now the whole world will be your enemy. I wonder how your lives will turn out. I'll enjoy watching you. Ich glaube, wir können unsere Form auch nicht mehr lange halten, so wie wir dampfen, oder?
Also, wir sehen irgendwie nicht mehr so gesund aus. Okay, interessant. Sehr, sehr viel Story. Ich habe keine Ahnung, warum er uns das erklärt hat, wer er ist und so. Aber sei es drum. Noah? Was that you guys just now? Mio, what's happening here? What's going on? I don't... Hold it right there. You guys, put away your weapons. You're not enemies now. We're not? Then... Thanks. Ja, und jetzt geht das richtige Spiel los, ne? Skin's all wrinkled. Yeah. It's called getting old, this. Old? Well, must be your first time, huh? Seeing a human like me, I mean. Well then, looks like my plan was a success. What plan? You six. You're now Ouroboros. Check the flame clocks in your irises. Do they look different to you? Now you mention it. Our flame clocks have changed shape. Oh, cool, wir sind jetzt ein Ouroboros. You said, that's the Ouroboros ring. Guess I did good in trusting this power to you. Also ein Ouroboros ist eine sich selbst fressende Schlange. Für alle, die es nicht wissen, warum das Symbol so aussieht. Till your homecoming, that about right? As for the rest of you, you're probably about 2 years off, right? Me. I've been alive 60 years. Or should I say 60 terms by your counting? Yeah. I've been alive 6 times longer than you lot. This is how people are really meant to be. Listen, folks, that's not all. There's still something else that needs to be done. You guys, you want to survive? Live on? Hold the torch? You kids don't need to be fighting each other. Not anymore. But... That doesn't mean you get to relax. From this moment on, those Mobius bastards are never gonna leave you alone. Because now, kids, you share a common destiny. They'll hunt you constantly, relentlessly, without rest. Even so, there's one place that might give you a chance. Swordmarch. The land pierced by a great sword. You gotta find our hope. Our city. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. And reclaim what was lost. The way the world and life should be. Alter, kann die Katze immer zu Ende sein? Ich fühle es ja, ich fühle es ja wirklich. Aber, oh Mann, ey, es war so klar, dass es Ewigkeiten geht. Ist ja länger als die allererste Folge. Und ich habe versprochen, dass die Parts kürzer werden. Mann, bin ich ein Heuchler. Hey, is she? Yeah, an Agni and Offseer.
Thank you. Wunderschön. For doing this with me. Well, this is what we're meant to do. To send on the voices of the departed is an offseer's purpose. To send on the voices of the departed is an offseer's purpose. Right. We're leaving. Es ist so ein Kristall auf der Brust, das ist mir gerade aufgefallen. The mission's over. We've got an obligation. Need to report the Sitch. As do we. Time to withdraw. Mio, Senna. Huh? But what? Come on, Tyon. Don't be rude. It's hardly the time for pleasantries. We lost a great many of our comrades. We have to inform those still in the colony. And we're any different. If you snuffheads hadn't come charging in. Indeed. Well, why don't we settle this here, right now? Yeah, bring it. I reckon I could go for some payback. Lance. Yeah? That's enough. What do you mean? There's no point. Seriously? Before, when she and I transformed, I felt her thoughts. Or maybe her memories. There were so many. And then they were a part of me. There were so many different fragments, hard to tell them apart. But even then, I understood. She's lost a lot fighting us. Kevez took away so much. She's experienced a lot of grief. Transformed? You mean the Biggin? Yeah. I felt it as well. Your grief. It was like mine. Yeah, well... And in one of those memories... Mio. Is something that could be our fault. That's what it's like. In war, I suppose. Mm. So, what is planned from here? Some kind enough to show oh, face. Man. If this drag on. True. Time is wasting itself. You're right. Let's go. A lot's happened, but that seems best. You made the right decision, Lance. Sorry for confusing things. Nah, don't worry about it. Mio, shall we leave it at that? Yeah. There you have it. I sincerely hope for your safe return. You take care, too. Take care not to die in a ditch somewhere, that is. The next time we meet, it will be as enemies. Don't forget that. Ha! Don't worry, I've got a good memory. It's the enemy. The enemy's approaching. Our sworn enemy. Huh? Oh. Hilfe, Cutscene ist vorbei. Oh, Freunde, es tut mir so leid. Können wir jetzt? Mal durchskippen hier. Okay, wir wollen auf jeden Fall zurück nach Köln 9. Alle sorgen sich so ein bisschen umeinander. Ich bin so fertig. Hilfe. Steuerst jetzt Juni. Juni übernimmt die Heiler. Leck mich, ich steuere ganz sicher nicht Juni. Nachdem die Gruppe die Ouroboros-Kräfte erlangt hat, ist sie nun von den Zwängen der Flammen befreit.
Das ist schon mal gut. So, Ende. Freunde, ich bin jetzt eine Frau, aber trotzdem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also wer es bis zum Ende geschafft hat, Respekt. Kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, wer es zum Ende geschafft hat. Aber ich hilfe. Also das war sehr viel. Ich freue mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like, Kommentar da. Die nächsten Videos dauern nicht so lange. Das war jetzt ein bisschen unverhofft, aber es tut mir echt leid. War trotzdem cool, Cutscenes ohne Ende, aber naja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Xenoblade Chronicles 3.